Brahmarasana, die Bienenstellung, wird in klassischen Hatha-Yoga-Schriften wie folgt beschrieben. Gib den linken Fuß unter die rechten Oberschenkel und den rechten Fuß unter das linke Knie und sitze gerade. Wobei jetzt nicht klar ist, wo der rechte Fuß unter das Knie kommt. In dieser Stellung wäre es Sukhasana, eben der Schneidersitz, die angenehme Stellung. Garode schreibt in seiner Enzyklopädie of Traditional Asanas, dass das Ardha Padmasana, also im halben Lotussitz, gleichen würde. Und das würde heißen, du gibst den rechten Fuß von oben zwischen Knie und Oberschenkel. Und so ist es eigentlich auch, weil es ja irgendwo unter dem Knie sein muss, und so ist es eigentlich Ardha Siddhasana. Also, du kannst entweder daraus Ardha Sukhasana machen oder Ardha Swastikasana. Und wenn das stimmt, was Garode sagt, ist es Ardha Padmasana. Und vermutlich kannst du in irgendeiner kreuzbeinigen Stellung Brahmari, die Biene, üben. Und dann ist das Ganze Brahmarasana. Wenn du mehr wissen willst, wie diese Stellung geht, wie Brahmari geht, dann geh auf unsere Internetseite. Dort kannst du Brahmari als Pranayama lernen. Unsere Internetseite yoga-vidya.de